Einsteigen und Ford-Modelle testfahren bei Ihren Automobilforen Kuttendreier und AHG. Ganz in Ihrer Nähe. Fünfmal in und um München. Just Drive. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Bei diesem Wetter bietet es sich natürlich an, in München mal die verschiedenen Brunnenanlagen sich anzuschauen. Und mit Dr. Harald Gies möchte ich mir jetzt zusammen verschiedene Brunnen anschauen, an denen man manchmal auch vorbeigeht, die man gar nicht so richtig bemerkt. Aber auch eben Brunnen möchten wir uns anschauen, die wir alle kennen und auch lieben gelernt haben. Harald Giesen, Sie sind für die Denkmäler hier in München verantwortlich. Es sind eine ganze Menge Denkmäler, für die Sie so verantwortlich sind hier. Ja, das ist richtig. Es sind in der Landeshauptstadt knapp 8000. Aber ich muss sagen, es ist eine sehr spannende Aufgabe, die auch immer wieder Spaß macht. Was ist so die Hauptaufgabe eines Denkmalpflegers? Was muss er machen? Er muss die Bauherren, die Architekten beraten, wenn es darum geht, Baudenkmäler in den Stand zu setzen, umzubauen, zu modernisieren. Auch bei Neubauten in den Ensembles ist die Denkmalpflege gefragt. Neubauten müssen sich ja ins Ensemble einfügen. Insofern ist das ein auch sehr breit gefächertes Spektrum. Hat man da ein bestimmtes Budget, über das man verfügen kann? Denn ich meine, bei so Baudenkmälern, da können ja ganz unerwartete Dinge auch passieren. Also der Schwerpunkt ist sicher zunächst mal die Beratung, auch die Schaffung der Grundlagen, auf denen dann die unteren Denkmalschutzbehörden ihre Bescheide machen, an die sich die Bauherren halten müssen. Es gibt im Einzelfall auch Zuschüsse für besondere restauratorische Anforderungen, wobei in München ein wesentlicher Gesichtspunkt natürlich auch steuerliche Aspekte sind. Die erhöhte Abschreibbarkeit bei Baudenkmälern, die es ja immer noch gibt, ist sicher für manchen Investor in München interessanter als ein kleinerer Zuschuss. Wir wollen uns ja heute mal auf die Brunnen konzentrieren. Ja, genau. Wie viele Brunnen gibt es so ungefähr in München, für die Sie dann zuständig sind, dass die funktionieren, dass sie gut erhalten bleiben? Also Brunnen, die als Baudenkmäler in die Denkmalliste eingetragen sind, werden sicher über 100 sein. Das sind ganz unterschiedliche Brunnen. Es sind bekannte Brunnen, weniger bekannte. Es sind sehr alte Brunnen, es sind modernere Brunnen. Aber ich denke, da werden wir heute einen kleinen Ausschnitt daraus auch sehen und besuchen. Ja, das ist wunderbar. Wir fangen natürlich jetzt hier auf dem Marienplatz an. Das ist ein Brunnen, der mindestens einmal im Jahr in die Öffentlichkeit gerät. Nämlich dann, wenn der Oberbürgermeister und der zweite Bürgermeister, die zweite Bürgermeisterin und der dritte Bürgermeister hier ihre Portemonnaies, ihre Geldbeutel waschen. Aber wir können ja erstmal so damit anfangen. Seit wann gibt es denn diesen Brunnen hier? Also dieser Brunnen ist natürlich, so wie er heute dasteht, ein Ergebnis der Nachkriegszeit. Aber ein Brunnen hier auf dem Marienplatz ist seit 1318 bezeugt, also mit einer der ältesten genannten Brunnenstandorte in der Stadt München. Um 1343 wird der Brunnen sogar als Fons Civium bezeichnet, also als der Bürgerbrunnen, und wurde dann verschiedentlich umgestaltet, hatte im 17. Jahrhundert einen Fahnenträger in der Mitte, wurde dann auch als Wappnerbrunnen bezeichnet. Diese Idee des Bürgerbrunnens, das würde ich ganz gerne mal aufgreifen, denn die Funktionen von Brunnen haben sich ja auch im Laufe der Jahrhunderte auch verändert, nicht? Also Bürgerbrunnen, warum Bürgerbrunnen? Brunnen waren früher ausschließlich eigentlich zur Versorgung mit Trinkwasser. Also das war ein Brunnen, ein öffentlicher Brunnen, an dem Wasser geschöpft werden konnte. Und der eben für die Bürger hier auch bewusst auf dem zentralen Platz geschaffen wurde. Man muss sich ja vorstellen, der Platz war ja bis weit ins 19. Jahrhundert hinein auch Marktplatz, Schrannenplatz, Handelsplatz. Erst Maximilian II. Hat ja dann mit der Errichtung der Schrannenhalle den Marienplatz, den später dann sogenannten Marienplatz, freigeräumt und von der Marktnutzung befreit.
Aber die kamen dann her, haben hier das Wasser geholt. So ist es. Und dann gab es ja auch diese Waschfrauen, die dann auch Kleidung und sowas gewaschen haben. Hat das hier auch in dem Brunnen stattgefunden? Eigentlich nicht. Das hat man schon getrennt. Also die Trinkwasserversorgung war schon getrennt von Brauchwassernutzung. Und das hat sich natürlich alles dann irgendwann mal verändert, als es Wasserleitungen gab und die Leute das Wasser sozusagen dann in ihre Häuser transportiert bekommen haben. Das ist ja dann eine Errungenschaft, die eigentlich erst so richtig im 19. Jahrhundert kommt, wobei es in Bayern ja sehr frühe Wasserleitungen gibt. Es gibt in Regensburg die berühmte Bleirohrleitung von St. Emmeram aus der Romanik schon, aber im allgemeinen bürgerlichen Gebrauch kommt die über Leitungen sichergestellte Wasserversorgung in den Privathaushalten natürlich erst mit den sich verändernden Hygienevorstellungen, auch mit dem Einbau von WCs, Nassräumen und so weiter. Kann man noch zu den Figuren was sagen, was die für eine Funktion haben? Die Figuren, die Sie hier sehen, die drei Männer, die dort mit ihren Eimern sitzen, der eine hält einen Fisch hoch, die sind von dem Vorgängerbrunnen, der im Januar 1944 im Krieg hier untergegangen ist, von Konrad Knoll geschaffen aus der Zeit um 1860-80. Und der Henselmann, der den Brunnen dann 1957 wieder neu geschaffen hat, er hat die brauchbaren Teile übernommen. Der Karpfen dort oben, den Sie sehen, der sieht ja auch formal etwas anders aus. Ist eine Zutat, die speziell für die Wiedererrichtung nach dem Krieg geschaffen wurde von Johann Meyer. Und dann sieht man natürlich, dass hier die Leute auch Geld reinschmeißen. Wie hat man sich denn da von städtischer Seite geeinigt? Wer darf denn da schöpfen? Das entzieht sich natürlich der Kenntnis einer staatlichen Behörde, wie es das Landesamt für Denkmalpflege ist. Aber das sind natürlich so Rituale, die berühmteste Fontana di Trevi in Rom, wo man sich mit so einer Münzgabe der Wiederkehr rückversichern will. Das spielt sicher ja auch einen Grund. Und ich nehme an, es soll dafür sorgen, dass der Stadtsäckel dann nicht ganz leer ist, wenn der Kämmerer einmal im Jahr hier seinen leeren Geldbeutel auswäscht. Ich glaube, wenn man Münchner fragt, am Kosttor, wo ist das? Dass dann viele vielleicht auch sagen müssen, keine Ahnung, oder? Das mag sein, ja. Obwohl es relativ nahe am Hofbräuhaus liegt. Ja. Aber die Platzbezeichnung ist, glaube ich, nicht allzu geläufig. Ungefähr 30 Meter von der Maximilianstraße weg. Genau. Und so an manchen Brunnen passiert es ja, dass man so an ihnen vorbeiläuft und sie gar nicht so richtig wahrnimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Brunnen so ein bisschen auch dazugehört, ne? Das ist sicher richtig. Der Brunnen ist, anders als jetzt der Fischbrunnen, noch nicht so wahnsinnig alt. Er entsteht 1904, ist eine Bürgerstiftung, also ein Großhändler. Der Adolf Wolf und seine Frau stiften diesen Brunnen und möglicherweise ist das Thema Wolfsbrunnen sozusagen auch ein Spiel mit dem Stifternamen, also viermal den Wolfskopf hier zu zeigen. Hat vielleicht nicht nur mit Mythologie zu tun, sondern auch ein bisschen dient es dazu, die Erinnerung an den Stifter wachzuhalten, die ja ansonsten auch sehr ausführlich in einer das gesamte Becken umlaufenden Inschrift festgehalten ist. Sie können also hier genau lesen, dass der Brunnen eben 1904 von dem Großhändler Wolf und seiner Ehefrau hier gestiftet worden ist. Der Brunnen führt noch einen zweiten Namen, Rotkäppchenbrunnen, das hängt mit der Figur auf dieser malerischen Säule zusammen. Die Säule, die hier keinem klassischen Kanon folgt, sondern eine freie Gestaltung im Sinne des Formenspiels des spätesten Historismus ist. Und dort oben, diese Bronzegruppe, zeigt eben wieder den Wolf als Thema, aber diesmal wirklich mit dem Rotkäppchen, also als Zitat aus den Märchen der Gebrüder Grimm. Und der Guss dieser Figur ist von Cosmas Leira gemacht worden. Ursprünglich sollte der Brunnen noch ein bisschen üppiger ausfallen. Das mag, wie heute auch manches, vielleicht ein bisschen auch mit den Realisierungskosten am Ende zu tun haben. Diese Gruppe dort oben sollte ursprünglich zum Beispiel unter einem Baldachin noch stehen, aha, der dann aber nicht mehr ausgeführt wurde. Wäre dann wahrscheinlich auch ein bisschen viel gewesen. Aber ja, sicher. Aber so jetzt auch mit der Platane im Hintergrund ist das doch ein
Das Image hat der Wolf jetzt weg, ne? Mit dem Rotkäppchen. Das Image hat der Wolf weg. Was bei dem Brunnen auffällt, dass er, auch wenn sich hier die Stifter möglicherweise schon auch mit einem leichten Seitenblick selber ein Denkmal gesetzt haben, er ist sehr schön auf die Dimensionen dieses kleinen Platzes bezogen. Er ist nicht zu groß, er ist, steht hier sehr wirkungsvoll an der Stelle, wo der Platz sich nach Süden ein bisschen aufweitet. Was würden, wie würden Sie denn heute mit jemandem umgehen, der sagt, ich möchte gerne einen Brunnen in München stiften? Ist es heute wahrscheinlich gar nicht mehr so leicht machbar, oder? Das wäre zunächst mal dann eine Frage an die Stadt, einen Standort zu finden. Und dann müsste man natürlich über eine geeignete künstlerische Gestaltung nachdenken, dass es so moderne Dinge gibt, vielleicht jetzt nicht gerade im Brunnenbereich. Aber denken Sie an das Standbild von Mojela am Promenadeplatz. Es gibt schon auch moderne Zutaten in der Stadt, die auch eindeutig als solche erkennbar sind. Natürlich ein schönes Zusammenspiel. Der Name Wolf vom Stifter mit Rotkäppchen als diejenige, die von dem Wolf verführt worden ist. Also da hat sich schon einer Gedanken gemacht. Ne? Genau. Und wie muss man denn jetzt eigentlich im Winter mit einem solchen Brunnen verfahren? Ab wann sagen Sie, hoppla, jetzt müssen wir das abstellen, damit das nicht alles festfriert und platzt? Und solche Gefahren hat ein Brunnen ja auch. Also die Stadt hat unseres Wissens nach ein sehr ausgeklügeltes Brunnenpflegeprogramm. Also die senkt auch ein bisschen vom Material der Brunnen ab. Die Brunnen, die keinen Dauerbetrieb vertragen, und das sind die meisten, die werden regelmäßig im Oktober abgestellt und dann eben zu Ostern in der Regel wieder in Betrieb genommen, bekommen dann teilweise auch die Holzeinhausungen, wenn Sie an den den Wittelsbacher Brunnen am Lehmbachplatz denken. Genau. Es gibt wenige Brunnen, die auch um des Effekts willen das ganze Jahr laufen. Der Fischbrunnen am Marienplatz gehört dazu, auch das Brunnenbuberl, wo wir nachher noch hinkommen werden, die dann auch ein sehr schönes Spiel mit Vereisungen an den Düsen ergeben. Aber das mutet man den wenigsten Brunnen zu. Also hier sind wir jetzt auch schon wieder an einem ganz versteckten Ort in München. Der Stadtteil heißt Lehl. Aber wenn Sie unseren Zuschauern mal sagen würden, wo wir uns hier genau befinden und was das eigentlich ist. Ja, wir sind jetzt wenige Schritte nördlich der Maximilianstraße, schon an ihrem östlichen Ende Richtung Maximilianeum. Das Lehl ist ein Stadtteil, der bis weit ins 19. Jahrhundert hinein eher von Gewerbe und Kleinindustrie geprägt war. Das hing zusammen mit dem dichten Stadtbachsystem, das hier durchlief, das zum Betreiben von unterschiedlichsten Mühlen und von verschiedenen Gewerben wichtig war. Und das Lehl hat seinen Aufschwung genommen, eigentlich erst nach den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts mit der Anlage der Maximilianstraße, die ja von Maximilian II. Bewusst als Brückenschlag über die Isar nach Osten verstanden wurde und auch diesen Stadtteil helfen sollte, mitzuentwickeln. Der Brunnen, vor dem wir hier stehen, ist durchaus vergleichbar dem Rotkäppchenbrunnen, auch eine private Stiftung, dieses Mal annähernd zeitgleich. Der Rotkäppchenbrunnen steht 1904, dieser Brunnen 1905. Der Stifter Karl Weizfelder, ein Privatmann sozusagen, der wahrscheinlich von rentierlichen Immobilien leben konnte, hat der Stadt diesen Brunnen gestiftet. Und auch hier ist vielleicht, ähnlich wie beim Rotkäppchenbrunnen, eine Verbindung des Themas des Brunnen mit dem Namen zu sehen. Ja. Auf dem Brunnen ist ja die Ceres als Schnitterin dargestellt, deswegen wird er auch oft als Schnitterinbrunnen bezeichnet, die eben eine Ehrengarbe geschnitten hat. Und wenn Sie den Namen Weizfelder auflösen, hat das natürlich auch was mit Weizen letzten Endes zu tun. Also vielleicht steckt da drin auch ein bisschen, ähnlich wie beim Rotkäppchenbrunnen, beim Wolf, so ein bisschen der Versuch, in dem Thema des Brunnens den eigenen Namen mit aufgehen zu lassen. Denn wenn man schon so einen Brunnen stiftet, dann will man auch den Namen und auch den Stifter immer wieder rauserkennen, oder? Er soll zumindest nicht vergessen werden. Also das Ganze ist hier der Tirschplatz. Mhm. Ein richtig verschwiegener kleiner
Ort, wo man sich also gerade, wenn es so schönes Wetter ist, auch schön mal niederlassen kann und besinnlich sich aufhalten kann. Das zeichnet ja das Lehl aus, dass sie hier nicht die großen Achsen haben, sondern eigentlich immer wieder kleine Gassen gehen, dann sich wieder neue Blicke auftun. Jetzt, wenn sie dort nach Nordwesten laufen, kommt dann der St. Anna-Platz. Also das ist ja eine Folge von kleinen, schönen Plätzen. Und der Thiersplatz ist eben einer davon. Aus was für Material ist der Brunnen jetzt eigentlich hergestellt? Das ist ein Kalkstein. Ein Kalkstein. Und da drin ist wahrscheinlich eine Pumpe, ne? Die immer das Wasser wieder hochpumpt und in Bewegung hält. Die Brunnen werden über Pumpwerke betrieben. Es gibt ein historisches Pumpwerk im Hofgarten, das man auch anschauen kann, das die vier Brunnen im Hofgarten betreibt. Steht im Bereich der alten Arkaden, also wo es schon zur Staatskanzlei runtergeht. Ein Brunnen noch aus der Klenzezeit, ein Pumpwerk. Direkt gegenüber vom Forum der Technik auch ein wunderschöner Brunnen, an dem man viel zu selten, also vorbeikommt schon, aber verweilt, weil hier eben eigentlich nur die Autos vorbeirauschen und die Fußgänger, die an der Isar entlang gehen, die verweilen dann auch. Aber welcher Brunnen ist das? Das ist der Vater-Rhein-Brunnen und manch einer mag ja ins Grübeln kommen, was nun der Vater-Rhein ausgerechnet auf einer Isarinsel sucht. Ja. Das hängt aber mit der nicht ganz unkomplizierten Geschichte dieses Brunnens zusammen. Der Brunnen ist nämlich gar nicht für hier gemacht worden. Das ist eine Arbeit von Adolf von Hildebrand und war ursprünglich bestimmt für Straßburg, wo der Brunnen am Beaulieuplatz stand. Und dort, Straßburg, hat natürlich die Verbindung mit dem Rhein. Ja. Und die Straßburger waren, als der Brunnen dann 1902 aufgestellt wurde, etwas unglücklich. Hildebrand hat den Vater Rhein ja hier im Sinne eines Neptun-Zitats im klassischen Kontrapost dargestellt und hat diesen Kontrapost aber sehr bukolisch ausgeformt, sodass er ein bisschen ungelenk fast aussieht. Die Straßburger haben sich mit dem Brunnen nie recht anfreunden können und man hat dann das Ende des Ersten Weltkriegs mit den Gebietsverschiebungen dazu genutzt, nachdem Straßburg dann an Frankreich kam, den Brunnen 1919 abzubauen. Die Assistenzfiguren sind noch in Straßburg, allerdings an einem anderen Platz. Aha. Der Vater Rhein wurde weggeräumt und ist 1929, also 10 Jahre nach dem Abbau, hat die Stadt München diese Figur gekauft und hat ihn hierher bringen lassen. Und hier wurde er dann 1932 in der jetzigen Form mit dem Unterbau, der neu ist oder der damals neu angefertigt wurde und auch diesen Delfinen und den spielenden Kindern dort mit dem Füllhorn hier neu konzipiert. Und seitdem steht der Vater Rhein auch an der Isar. Der Neptun sieht aus, als wäre er aus Kupfer hergestellt, oder? Was ist das? Ja, das ist eine Bronzefigur. Bronzefigur. Ein Bronzeguss, ja. Und der Podest, auf dem er draufsteht, den haben Sie hier nachgebaut? Oder ist der ist hier neu angefertigt worden für München. Naja, das ist ja eigentlich auch ein ziemlich großer Brunnen. Ne? Ein großer Brunnen, der ein Stück weit sozusagen auch das Gegengewicht zur Großarchitektur des Deutschen Museums natürlich bieten soll und dann hier auf die Praterinsel überleiten soll. Weiter hinten im Norden kommt ja dann das Gebäude des heutigen Alpenvereins, das früher ja das Café Isarlust war. Also das war ein Teil einer richtigen innerstädtischen, parkähnlich gestalteten Promenade. Wie kann man sowas dann noch mehr beleben? Ist das eigentlich eine Sache, um die sich dann die Stadt kümmern muss? Oder ist das dann doch mehr das Land Bayern? Das ist schon letzten Endes eine Frage, wie die Stadt damit umgehen möchte und kann. Es gibt ja verschiedene Ansätze hier, die Isar wieder stärker in den innerstädtischen Bereich hineinzunehmen. Da gehören auch dazu die in den letzten Jahren durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen im südlichen Bereich, die eine deutliche Aufwertung gebracht haben. Und auch hier muss man natürlich sehen, wie man zum Beispiel jetzt
den veränderten Verhältnissen auch Rechnung trägt. Natürlich ist die Wiedenmeierstraße heute nicht mehr die beschauliche, ruhige Flanierstraße, die sie vielleicht im 19. Jahrhundert war. Aber ich denke, mit gezielten Angeboten so etwas vielleicht auch mal mit bestimmten Themenwochenenden der Bevölkerung wieder nahezubringen, wäre schon lohnend. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herr Dr. Gies, jetzt stehen wir vor einem Brunnen, der natürlich besonders schön ist, wenn er Wasser trägt. In der Residenz wird gearbeitet. Vielleicht ist das der Grund, warum heute hier kein Wasser fließt. Aber trotzdem, schön ist er schon. Er ist schön und er ist insofern bemerkenswert. Wenn Sie so wollen, ist er ja wohl der letzte Brunnen in der Reihe derjenigen Brunnen, die das Thema der Herrscherfamilie Wittelsbach zum Thema hat. Und ist weit natürlich nach dem Ende der Monarchie erst entstanden. Der Brunnen ist 1961 von Bernhard Bleker geschaffen worden. Zur Erinnerung an den letzten Kronprinzen, der selber ja nicht mehr König war, der Sohn König Ludwigs III., Ruprecht, der im August 1955 verstorben war. Und man hat 6 Jahre später sozusagen ihm zu Ehren und zur Erinnerung an den letzten, wenn Sie so wollen, fast noch gekrönten Spross des Hauses Wittelsbach, diesen Brunnen hier an die Residenz gesetzt, als ein spätes, aber doch als ein Zeugnis auch der Wertschätzung, die Ruprecht wohl auch nach dem Ende der Monarchie, auch zwischen den Weltkriegen und auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wohl auch Kraft seiner Persönlichkeit in München und in Bayern genossen hat. 1961 ist ja nun wirklich für so einen Brunnen, auch gerade an so einer signifikanten Stelle, etwas Außergewöhnliches eigentlich. Das ist richtig und wie gesagt, es hängt wohl ausschließlich mit der Persönlichkeit von Kronprinz Ruprecht zusammen, der auch nach dem Verlust der Königswürde durch seinen Vater eben im Zuge der Revolution 1918 hier seine karitativen Aufgaben für die Familie immer wahrgenommen hat und auch im gesellschaftlichen Leben durchaus immer seine Stimme zum Tragen gebracht hat. Und wie gesagt, 1961 ist es natürlich nicht, liegt nicht auf der Hand, dass sie einen Brunnen haben, der das R als Monogramm für Ruprecht zeigt und darüber die bayerische Königskrone. Das war zum damaligen Zeitpunkt auch schon 40 Jahre längst Geschichte. Plant denn München im Moment noch einen neuen Brunnen irgendwo in der Stadt zu bauen? Ist mir jetzt nicht bekannt, aber das heißt nicht, dass es solche Überlegungen gibt. Es gab eine letzte größere Welle von Brunnen, die im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen entstanden sind, also Bau der Fußgängerzone, der große Brunnen am Stachus vorne, auch der Brunnen vor der Sendlinger Matthäuskirche, am Sendlinger Torplatz. Es gibt immer wieder im Zuge von Instandsetzungs- oder Verschönerungsmaßnahmen von Plätzen in der Stadt natürlich kleinere Brunnenanlagen. Aber etwas derart Monumentales ist mir im Moment nicht bekannt, das in Planung wäre. Hat ja auch irgendwie ein bisschen immer was mit Abkühlung zu tun. Jetzt dieser natürlich nicht, weil kein Wasser läuft. Aber gerade bei Temperaturen wie heute ein gesuchtes Objekt für Menschen, die Abkühlung suchen. Ne? Das ist richtig. Das darf man auch nicht vergessen, das zur Schaustellen von Wasser, wo man sich den Luxus leisten kann, ist sozusagen sichtbar im öffentlichen Raum, wenn Sie so wollen, zu vergeuden, zu verbrauchen. Das hat ja auch immer etwas mit sich leisten können zu tun. Also auch die großen Brunnenanlagen des 18. Jahrhunderts in Rom, die die Päpste geschaffen haben, oder nehmen Sie die großen Brunnen in Augsburg aus dem 17. Jahrhundert. Das war eine besondere Art, auch Reichtum darzustellen. Uns geht's gut. Uns geht's gut. Wir können das Wasser sozusagen als belebendes Element, um Lust zu erzeugen, um Spaß zu machen, um etwas Schönes darzustellen, wir können das uns leisten. Das steckt auch hinter vielen dieser großen Brunnenanlagen in den großen Schlossanlagen, wenn Sie nach Nymphenburg gehen oder Schleißheim oder Kassel, die große Kaskade, jetzt erst Welterbe geworden. Das war immer Thema.
Auch dieser Brunnen hier im Brunnenhof der Residenz ist ein Brunnen, der nicht immer hier war. Ursprünglich für den Rindermarkt geschaffen, und zwar 1584 mit Bronzeplastiken von Hubert Gerhard für den Herzog Ferdinand. Das war ein Bruder von Herzog Wilhelm V., der damals regiert hat. Und der hat sich diesen Brunnen am Rindermarkt vor seinem Palais aufstellen lassen. Herzog Ferdinand starb 1608, dann wurde über sein Vermögen der Konkurs eröffnet und zwischenzeitlich war ein Regierungswechsel eingetreten. Wilhelm V. hatte abgedankt, sein Sohn Maximilian I. als Herzog die Regentschaft in Bayern übernommen. Und der hat diesen Brunnen dann vom Rindermarkt aufgekauft und hat ihn hierher versetzen lassen. Allerdings nicht vollständig, im Wesentlichen mit dem Brunnenkasten, mit den Figuren von Hubert Gerhard. Allerdings mit einer anderen Mitte. Am Rindermarkt stand der Brunnen in der Mitte mit einer Reiterfigur, von der wir nicht wissen, wen sie wirklich dargestellt hat. Wahrscheinlich nicht den Herzog Ferdinand, der nie regiert hat und sich so eine Ehre als Brunnenfigur wohl nicht zukommen lassen konnte. Ja. Maximilian I. jedenfalls hat diesen Brunnen hierher versetzt, hat dann aus den schon vorhandenen Figuren, die Wilhelm V. für sein großes Grabmal in der Michaelskirche hatte anfertigen lassen, diese Figur hier oben in die Mitte drauf gesetzt, ja, die seither als der erste Wittelsbacher Herzog, also als Otto I. gilt, derjenige eben, der 1180 mit dem Herzogtum Bayern belehnt worden ist, sozusagen der Stammvater der regierenden Wittelsbacher Linie. Wobei man da ein bisschen uminterpretieren musste für das Wittelsbacher Grabmal, hätte der Herr dort oben ein Agilolfinger sein sollen, der Agilolfinger Theodo. Und er musste sich dann hier bei der Wiederaufstellung 1611 diese Uminterpretation im Sinne einer Einfügung in die Genealogie des herrschenden Hauses gefallen lassen. Du musst eine Vorliebe auch für Drachen gehabt haben, nicht? Ja, und da, ja, kommt ja das ganze Wasser raus. Ansonsten die hier lagernden Flussgötter, die vier, ja, verkörpern die vier großen bayerischen Flüsse, also Donau, Inn, Lech und Isar. Dazwischen die Figuren sind Allegorien der vier Elemente. Und ansonsten ist das Ganze natürlich, wie das sich für Wasser anbietet, mit kleinen Putten, mit Drachen, mit wasserspeienden Drachen, ganz noch im Sinne der späten Renaissance, die ja weniger die große überquellende Kaskade geliebt hat, sondern das kunstvolle Spiel fein austarierter, dünner Strahlen geschätzt hat. Das finden Sie auch in Augsburg an den Brunnen dort. Das kann man hier eigentlich sehr schön sehen. Das Brunnenbecken wurde dann nach der Mitte des 17. Jahrhunderts mal erneuert. Das ist Abacher Grünsandstein und Sie sehen auch jetzt schon wieder starke Witterungsschäden, wobei das Becken jetzt schon auch ein nachkriegszeitliches Becken ist. Also der Abacher Grünsandstein verwittert sehr, sehr schnell. Und wie kann man das dann wieder restaurieren? Das muss dann, ja, das kann man natürlich versuchen zu konservieren, ohne auszutauschen. Das ist der Weg, den man in der Regel versucht zu gehen. Aber irgendwann platzt das Material, dann muss irgendwann ausgetauscht werden. Irgendwann muss man zumindest Teile ergänzen. Ja, ja. Aha, aber schade, dass es eigentlich kein Trinkwasser ist, nicht? Denn normalerweise animierte, jetzt bei der Temperatur, macht es einen richtig durstig. Das ist richtig. Zumal wir hier diese gute Wasserqualität ja in München haben. Ne? Aber macht natürlich hier sozusagen als Brunnen, der an die Dynastie des Herrscherhauses erinnert und eben mit der Figur Otto I. sozusagen auch an die Anfänge der bayerischen Herzöge aus dem Hause Wittelsbach, macht natürlich im Kontext der Residenz als dem großen Stadtschloss der Wittelsbacher auch Sinn. Ja, und hat auch eine etwas kühlende, erfrischende Wirkung. Absolut, wenn man hier das bestimmt. Merken Sie bei all diesen Brunnen, wenn Sie nahe dran stehen, das Wasser kühlt natürlich. Ja. Neben dem Brunnen am Stachus ist er hier am Lehmbachplatz ja eigentlich der Brunnen, an dem die Münchner am meisten vorbeikommen, der am visuellsten ist eigentlich, der am präsentesten ist, oder? Das ist richtig. Er ist auch einer der monumentalsten Brunnen, die München hat. Ja. Sollte auch sozusagen an ein monumentales Werk erinnern,
nämlich an den Abschluss der Wasserversorgung Münchens vom Mangfalltal aus, war das sozusagen der schöne Endpunkt, den man sich in der Stadt leisten wollte. Die Stadt hat dazu 1888 einen Wettbewerb ausgeschrieben, an dem sich unter anderem Emanuel von Seidel, Leonhard Rohmeis, Friedrich Thiersch, Anton Hess und andere beteiligt haben. Gab aber kein eindeutiges Ergebnis. In der Jury saß aber von Hildebrand, der sich dann 1890 aus dieser Jury gelöst hat und nach Auffassung des Magistrats einen Alternativentwurf selber vorgelegt hat. Das war dann der Entwurf, der letzten Endes zu diesem Brunnen geführt hat, der hier ganz geschickt diesen Maximiliansplatz, der sich ja hier dahinter anschließt. Wir sind ja hier im Bereich der ehemaligen neuzeitlichen Stadtbefestigung, also der verfüllten Stadtgräben und Bastionen, der hier diese Terrainunterschiede ganz geschickt ausnutzt. Und Hildebrand thematisiert hier mit diesen beiden großen seitlichen Figurengruppen, Sie sehen dort diese männliche Figur auf dem Der schmeißt einen Stein. Der schmeißt einen Stein, das ist ein Symbol für die zerstörende Kraft des Wassers. Während hier diese Dame auf diesem Stier, der allerdings auch dem Wasser geschuldet mit Flossenleib endet, hier eher sozusagen die belebende Kraft des Wassers symbolisiert. Also sozusagen das Wasser als zerstörendes Element, aber auch als lebensspendendes Element. Das Ganze sicher nicht unbeeinflusst von monumentalen Barockbrunnen, die Sie in Rom auch finden, mit dem Zitat der künstlich gelegten Felsenlandschaft, dieser doppelten Schale, dem herunterperlenden Wasser, dem Ausströmen über diese kleinen Delfinmäuler hier unten. Schon sehr malerisch gedacht und wird ja auch in den Nachtstunden in München regelmäßig mit Licht inszeniert, was sicher auch seine Wirkung nicht verfehlt. Und von daher ist das wohl einer der Brunnen, die den Münchnern sich am ehesten präsent sind, wenn sie am Brunnen in München denken. Ursprünglich hatte die Stadt beabsichtigt, nachdem ja die Einweihung war 1895, in die Regentschaft des Prinzregenten fiel, hatte die Stadt ursprünglich vorgesehen, diesen Brunnen Luitpoldbrunnen zu nennen. Und Prinzregent Luitpold hat dann möglicherweise in der ihm eigenen Bescheidenheit gesagt, also er braucht keinen nach ihm benannten Brunnen, aber die Familie Wittelsbach könnte man nehmen. Und seither ist es ein Wittelsbacher Brunnen. Und das Wasser kommt da aus den Mäulern von Tieren, die sich alle gerne am Wasser aufhalten. So ist es, ja. Frosch, Fisch und, ja, und andere Tiere. Auch die auf den kleinen Zwischenelementen, das Seepferdchen, der Krebs, die verschiedenen Fische. Es ist eigentlich so das übliche Repertoire, das man im Kontext mit Wasser, mit lebendigem Wasser, mit Brunnen immer gerne verwendet hat. Und man kann schön verweilen an der roten Ampel, da kann man dann gucken, wie schön das Wasser hier lang sprudelt. Das war natürlich zum Zeitpunkt des Erbauens des Brunnens noch etwas gemütlicher. Ja, eigentlich schade, nicht? Dass sich nicht mehr Menschen hier aufhalten. Das ist richtig. Würde ja sich doch anbieten. Also gegenüber vom Justizpalast steht der Neptunbrunnen. Hier kann es einem passieren, dass die Justizministerin einem mittags vielleicht mal begegnet, wenn sie ihre Mittagspause nimmt. Das kann aber sein. Aber dieser Brunnen hat so ein bisschen was Archaisches, ne? Ja, er ist aber noch gar nicht so alt. Wir sind ja hier im Gelände des ersten Botanischen Gartens, den München hatte, der im frühen 19. Jahrhundert unter König Max I. Joseph angelegt wurde, in dem dann auch unter Maximilian II. Der Glaspalast errichtet wurde als großes Ausstellungsgebäude, der hier weiter im Westen stand. Der Glaspalast ist Anfang der 30er Jahre abgebrannt und im Zuge der Beseitigung der Brandruine hat man hier das gesamte Areal neu geordnet und hat dann eben auch im Gegenüber zur ursprünglichen Hauptfassade des Justizpalastes
diese Brunnenanlage geschaffen. Der Entwurf ist von Josef Wackerle, der im Übrigen auch eine ganze Reihe Figurinenentwürfe für die Majolika-Herstellung in der Nymphenburger Porzellanmanufaktur geliefert hat, der in den 30er Jahren schon gearbeitet hat, auch nach dem Krieg noch. Und das ist natürlich dieser monumentalisierende, heroische Stil, der in den späten 30er Jahren in Deutschland nicht ganz unbekannt war, der sich hier schon auch in entsprechenden Formen oder Anklängen zumindest deutlich macht, ohne dass man jetzt dem Brunnen hier eine zweifellos nationalsozialistische Ausrichtung unterstellen wollte. Mhm. Hat jetzt also auch keinen richtigen Bezug zum Justizpalast inhaltlich, außer, oder? Dass er axial sozusagen dem Justizpalast gegenübergestellt ist, thematisch, inhaltlich hat er keinen Bezug dazu. Wackerle ist aber eben, wie gesagt, als Schöpfer für eine Reihe von Figurenentwürfen, von Tierfigurenentwürfen für die Nymphenburger Porzellanmanufaktur und als Künstler nicht unbekannt. Hier wird der Brunnen jetzt mal richtig genutzt. Ne? Hier da wird ist, der Brunnen richtig ist genutzt. Der Vater genau. Im Wasser. Und das, finde ich, macht Spaß zuzuschauen. '71 wurde die Fußgängerzone fertiggestellt. War dann da auch gleich der Stachusbrunnen fertig zu der Jahreszeit? Ja, es wurde ja gleichzeitig im Vorfeld der Olympischen Spiele die S-Bahn-Stammstrecke hier eingebaut. Mhm. In dem Zuge wurde ja der ganze Stachus umgestaltet mit dem Untergeschoss. Und der Brunnen war zu den Olympischen Spielen dann auch schon fertig. Also 1971 war er fertig, war einer dieser neu konzipierten Brunnen im Zuge dieser Umbauten für die Olympischen Spiele, wie auch der Brunnen bei der Matthäuskirche am Sendlinger Torplatz ist. Ist so ein Brunnen, der richtig danach schreit, gebraucht zu werden von der Bevölkerung. So ist es. Das war genauso wie der Olympiapark als Park konzipiert war, der benutzt werden will, in dem die Leute sich aufhalten sollen, Sport treiben sollen, Picknick machen sollen. So war auch dieser Brunnen eben anders als diese monumentalen, heroischen Brunnen. Der war schon dazu gedacht, dass man reinlaufen kann, wenn man will. Dass man unmittelbar Kontakt mit dem Wasser haben kann. Das war so konzipiert. Also publikumsfreundlich. Publikumsfreundlich. Was kann man noch über den Brunnen sagen? Ich meine, er ist ja jetzt architektonisch jetzt kein Mega-Highlight in dem Sinne. Ist einfach nur sehr erfrischend, allein wenn man hier steht. Ne? Entspricht aber so diesem Versuch, sich auch von klassischen Brunnenformen abzusetzen, also so eine Art Wasserwolke zu erzeugen, wie man das auch im Olympiapark selber, im Olympiasee gemacht hat. Das war damals eben eine moderne Ausdrucksform für den Umgang mit Wasser, ohne jetzt einen Meerschalenbrunnen wie vorne am Lembachplatz zu kopieren. Jetzt gehen wir zum Buben. Zum Buberl. Zum Buberl. Sie müssten eigentlich erstmal ein Missverständnis aufklären, denn Matthias Gasteiger hat nichts mit dem Gasteig zu tun, in dem die Konzerte in München stattfinden. Das ist richtig. Der Gasteig ist eine topografische Bezeichnung, weil dort ja die Handelsstraße die Isar-Hangkante nach oben geführt hat und das war sehr steil. In Bayern sagt man Gach. Das war ein Gacher Steig und daraus hat sich der Gasteig entwickelt, hat nichts mit Herrn Gasteiger zu tun, der hier diesen Brunnen gestaltet hat, der übrigens auch nicht immer an dieser Stelle stand. Der Brunnen stand frei in den Grünanlagen des Karlsplatzes, also auf dem Stachus, musste dort 1964 abgebaut werden im Zuge der Bauarbeiten für die S-Bahn-Stammstrecke. Und man hat ihn dann, weil sich dort dann am Stachus einfach der Verkehr mehr Raum genommen hat, hat man ihn hier in der Nähe des Karlstors, nicht weit von seinem ursprünglichen Standort, neu platziert. Es ist so dieses für die Zeit um die Jahrhundertwende leicht ironische Spiel dieser belebten Unbelebtheit, wenn Sie so wollen. Der kleine Bronzebub hält dem Satyr den Wasserstrahl zu und der Satyr
rächt sich sozusagen, indem er versucht, den Buben nass zu spritzen, was der Bub aber allein mit seinem Finger schon selber besagt. Das ist so diese Art, wie man um die Jahrhundertwende ganz gerne mit Brunnen gespielt hat, nicht weit weg von dem Thema, das in Brüssel das Mannequin Piss zum Beispiel auch hat. Also das ist so eine Gedankenwelt. So einen kleinen Skandal hatte dieser Brunnen ja auch, nicht? Da sollte ja eigentlich ein Feigenblatt noch an eine markante Stelle kommen. Ja, aber das ist, denke ich, in Zeiten wie der heutigen dann wirklich kein Thema mehr. Nein, damals war es. Damals war es. Aber der Künstler hat sich da nicht irgendwie drücken lassen. Der hat gesagt, entweder so oder gar nicht. Aus was für Material ist jetzt dieser Brunnen? Das sind verschiedene Marmorsorten und das Brunnenbubel ist ein Metallguss. Auch hier wieder wollen die Leute zurückkommen. Man sieht, dass auch dort sind Münzen drin. Das ist sowas, wo viele Menschen gar nicht anders handeln können, als Geld reinzuschmeißen. Das ist sicher richtig, so dieses Gefühl, irgendwo ein Pfand zu hinterlassen. Genau, es ist besser, als wenn Sie Graffiti dran malen. Das ist allemal richtig. Haben Sie da viele Probleme eigentlich in München mit so Graffiti? Mit Graffiti eigentlich bei Baudenkmälern eher nicht. Mhm. Das ist ja eigentlich was sehr Positives. Ne? Doch, das ist schon positiv. Ja, und nun in der Neuhauser Straße an unserem letzten Brunnen in dieser Sendung, der Richard-Strauss-Brunnen. Man hat so das Gefühl, dass das Wasser in einem gewissen Viervierteltakt hier runterfällt. Aber das ist überinterpretiert wahrscheinlich, oder? Ja, eine gewisse Musikalität kann man ja fallendem Wasser nie ganz absprechen. Der Brunnen steht auch nicht ganz grundlos an dieser Stelle. Wenn Sie hier die Eisenbahnstraße runtergehen, am Altheimer Eck 2 stand das Geburtshaus von Richard Strauss. Also er ist hier in der Nähe geboren, war ja für das Münchner Musikleben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr wichtig, hat ja auch enge Verbindungen zum Nationaltheater gehabt. Und dieser Brunnen thematisiert mit den Reliefs, die hier auf dem Bronzeschaft, den Hans Wimmer gestaltet hat, dargestellt sind, Szenen aus der Oper Salome, ist also ein dem künstlerischen Opernschaffen Richard Straussens gewidmeter Brunnen. Haben Sie denn jetzt, nachdem Sie natürlich wissen, wo in der Stadt überall die ganzen Brunnen stehen, das Gefühl, dass in einer bestimmten Ecke in München noch Brunnen fehlen? Oder haben Sie das Gefühl, das, was wir haben, reicht, das müssen wir jetzt nur noch gut erhalten? Also ich denke, reichen im Sinne davon, dass München eine unglaublich tolle Verschiedenheit an Brunnen hat. Tut es allemal, was aber nicht heißt, dass so eine Szenerie immer für gute Neugestaltungen auch offen sein kann und auch sein muss. Finde ich ein schönes Schlusswort. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Das war Menschen in München mit Jörg van Hofen. Einsteigen und Ford-Modelle testfahren bei Ihren Automobilforen Kuttendreier und AHG. Ganz in Ihrer Nähe. 5-mal in und um München. Just Drive.